Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wa, mit unserem geliebten Onkel Ammu Ahmed al-Khalifa. Assalamu alaikum, Ammu Khalifa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir schreiben das Jahr 2000. Das Treffen der deutschsprachigen Muslime zum ersten Mal in Ostdeutschland. Es ist mit dem MJ das größte Treffen der Muslime deutschlandweit. Ich kann mich erinnern, weil ich dort anwesend war und knapp 1000 Menschen anwesend waren. Es war ein Hauptvortrag von Dr. Amir Zeidan. Nach dem Vortrag kamen die Wortmeldungen. Da ergriff ein gewisser Herr Ahmed von Denver das Mikrofon, bedankte sich für den Vortrag, sagte: Allerdings habe ich einen Punkt zu kritisieren, nämlich der Übersetzung von Bismillahirrahmanirrahim, glaube ich, war das. Ich wollte dich persönlich anschreiben, konnte dich leider nicht persönlich erreichen. Deswegen muss ich jetzt diesen Punkt mit dir besprechen. Und er tat das in seiner genauen, aber auch nüchternen Art und Weise, wie wir ihn kannten. Schilder uns, was geschehen ist. Ganz einfach. Alle Dolmetscher, alle Übersetzer von dem Koran, vom Koran haben eine bestimmte Gruppe anzusprechen. Sie möchten einen bestimmten Sprachgebrauch verwenden, damit diesmal das besser verstanden wird. Sie möchten die Leute begleiten zu einem Endconclusion, Endergebnis nach dieser Lesung von dem Koran. Und Ahmed von Denver, Amir Zeidan, Abdullah Samit Bubenheim, Nadim Elias, Bavaria Verlag, Murat Hoffmann und Muhammad Rasul waren jetzt mal namenhafte Geschwister in Deutschland, die das versucht haben. Aber trotzdem, jeder hat auch seine eigene Methode und seinen eigenen Sprachgebrauch. Hat auch jeder seine eigene Zielgruppe dabei gehabt? Die Zielgruppe sind die Muslime in Deutschland oder die deutsche Gesellschaft. Okay. Ja. Man möchte den Deutschen erreichen, damit die Deutschen nicht über den Islam sprechen, ohne den Islam zu verstehen. Und man kann das verstehen, wenn man den Koran liest. Dann ist es eine Methode der Dawa, dass man zu den Nicht-Muslimen geht und denen den Islam bekannt macht über die Übersetzung des Korans. Die anderen möchten sagen, alle heiligen Bücher sind gleich und ähnlich. In ihren Strukturen, lies den Koran ohne Angst. Es ist nicht ein fremdes Buch, sondern ein schönes Buch und du kannst lesen. Die dritte möchte sagen, der Koran hat seine eigene Besonderheit, ist nicht gleich mit anderen und der Koran ist in der Arabischsprache gekommen und diese Sprache hat ihren eigenen Flair, ihren eigenen Ziehungskraft und ich behalte diese Wörter, wie die sind. Das Wort Allah bleibt Allah, es wird nicht Gott, es wird nicht Herr, es wird nur das Wort Allah, wie es ist. Und das Wort Iman wird nicht glauben, wird nicht denken, wird nicht Glauben verinnerlichen, sondern Iman ist Iman. Und so kann man die Leute motivieren, dass sie noch mehr von der Arabischsprache, von ihrer Schönheit, von ihren Auswirkungen für die Menschen motivieren. Ganz interessant. Und da ist es eine der großen Probleme zwischen Ahmed von Denver und Amir Zeidan bei diesem Gespräch. Was ist besser für die Verwendung? Ist es nicht die grammatikalischen Fehler zum Beispiel oder die Verständnisfrage, sondern wie man den Islam oder den Koran darstellt an den anderen? Wie er wahrgenommen wird. Richtig. Und das war das Gespräch zwischen den beiden. Und bis heute um die ist das Gespräch oder? Noch da, weiter. Wie ging es konkret um die Basmala, um Bismillahirrahmanirrahim? Es war das Beispiel dafür. Okay. Aber der Ahmed von Denver meinte nicht nur die Basmala, sondern die gesamte Methodik der Übersetzung hat ihm nicht ganz gefallen. Dass die Leute zu einem Buch mit vielen Fragezeichen, mit vielen unverständlichen Wörtern, die sich noch nicht verbreitet haben in der Gesellschaft. Und du zwingst die Leute, das zu machen. Und wenn die einen Zwang bekommen, wenn das Buch jetzt mal an die Seite schieben
und nicht weiterlesen. Das heißt, der Ziel dafür wird verfehlt dadurch, Leute werden den Koran nicht lesen. Auch wenn die es mal ihm besitzen. Oder der Koran wird für den etwas Fremdes, ist nicht für mich am Schluss. Weil Ahmed versuchte, dass jedes Wort einem deutschen Synonym findet, im gesamten Koran-Kontext von erster Sure bis zum letzten Sure. Das heißt, Taqwa hat eine Übersetzung. Und für immer ist das Gleiche. Okay. وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى dreimal رَمَى dann gibt es nur diesmal das gleiche Wort, muss dabei sein. Mhm. Ja, das heißt, das ist eine einheitliche Übersetzung. Richtig. Und nicht das einmal schießen und einmal zielen, sondern es muss das gleiche Wort kommen und der Übersetzer muss die Fähigkeit haben, dass er das gleiche Wort zu den verschiedenen kleinen Unterschieden diesmal bringt oder durch eine Fußnote. Da muss jetzt mal zu wenig Fußnoten da kommen. Mhm. Das war jetzt mal das Ziel von Ahmed von Nymfer. Das ist eine Übersetzungsschule, sozusagen. Ja. Dass wir versuchen, eine rein deutsche Übersetzung zu haben, mit möglichst wenigen, wenn möglich, gar keinen arabischen Fremdbegriffen. Ja. Und Ahmed von Nymfer ist seine Übersetzung, neben die Übersetzung von Ahmadiyya, sind die einzigen, die am Anfang eine lange Einführung haben, wo man spricht über seine Methodik, wo man spricht über seine Ziele dabei, dass, wenn jemand das liest, dann weiß schon, das Buch eignet sich für mich oder eignet sich für mich nicht. Und dann entscheidet man selber, was er will. Und nicht, dass ich jemand etwas verkaufe, dann entdeckt er zu Hause, dass es nicht sein Buch oder erfüllt nicht seine Bedürfnisse. Auf jeden Fall, nur diese Einführung von Ahmed von Nymfer ist lehrhaft und man kann davon vieles lernen, bevor dass man in den Koran einsteigt selbst. Spricht auch viel über den Tadabbur, das Bedenken des Korans etc. Ja. Demgegenüber ist die Übersetzungsschule oder der Ansatz von Amir Zeidan, der sagt, Iman ist ein Begriff, den kann man nicht übersetzen, das ist eine arabische oder eine islamische Terminologie, ein Fachbegriff. Das heißt, man erläutert einmal den Fachbegriff zu Beginn oder in der Fußnote und dann ab da weiß dann der Leser, was Iman heißt. Dasselbe gilt für Dien, dasselbe gilt für Fünf. Das war die Denkschule. Ja. Okay. Wir haben dann noch eine weitere Schule, die Schule von Murad Hoffmann, der kürzlich verstorben ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm die höchsten Rangstufe des Firdaus geben. Amen. Wir kommen inshallah noch auf seine Person. Ich habe in einem Interview gelesen, wie er den Ansatz von Ahmed von Nymfer kritisierte. Er sagte, diese genaue Übersetzung und der Versuch, so wortgenau und wortgetreu zu bleiben, wie es nur geht, zerstört den Geschmack der deutschen Sprache und den Genuss. Ich glaube, er hatte dann das Buch von Max Henning überarbeitet, die Übersetzung. Ja. Was ist sein Ansatz, beziehungsweise was ist deine Erfahrung mit dieser Übersetzung? Als ich nach Deutschland kam, habe ich versucht, jetzt mal im Goethe-Institut, dass ich die Deutschsprache erlerne. Und eine Woche nach meiner Ankunft war ich in Aachen. 3 Wochen später war ich nochmal wieder in Aachen. Und bei einem von diesen beiden Treffen habe ich gesehen, dass dort ein Buch verkauft wird über die 40 heilige Hadithe. Nee, 40 prophetische Hadithe. Arabisch auf Deutsch, auf Arabisch kenne ich schon auswendig. Dann habe ich gesagt, ich nehme das Buch auch, ich werde die deutsche Version auswendig lernen. Das wird mir helfen für meinen Wortschatz und für die Satzbildung auf jeden Fall. Dann habe ich gesehen, dass Max Henning, die Übersetzung von Max Henning, Übersetzung von Al-Ahmadiyya war angeboten und die Übersetzung von Muhammad Rasul. Das war vielleicht 2 Monate später. Als ich diese 3 Übersetzungen in der Hand genommen habe, mir hat die Übersetzung von Max Henning mehr angesprochen. Ich habe es dabei, eine hochliterarische Möglichkeit dabei, sein Name als Deutscher und deren Namen als Araber, als Pakistanier, vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass ich nicht geglaubt habe, dass sie auch die deutsche Sprache so beherrschen wie der Max Henning. Aber auf jeden Fall, die Übersetzung von Max Henning hat mir mehr angesprochen als beiden. Die habe ich auch mitgenommen, habe ich auch ständig gelesen. Dabei habe ich angefangen, auch auswendig zu lernen.
für die Satzbildung, was ich nicht beendet habe, kann ich auch jetzt mal das bereuen, langsam. Und ich war der Fan von Max Henning, persönlich. Und wenn der Murat Hoffmann mit seiner diplomatischen Sprache, mit seinen juristischen Fähigkeiten auch Max Henning bevorzugt hatte, das gibt für mich auch eine schöne Bestätigung. Dann freue ich mich. Aber von der anderen Seite habe ich gesehen und gespürt, wie viel Mühe hat Ahmed von Nymphar für seine Übersetzung gemacht, einerseits, mit der Hilfe von dem Duden, mit den langen Diskussionen zwischen Ahmed von Nymphar und mir, Ahmed von Nymphar und Dr. Abdeslam Hassanin, Ahmed von Nymphar und Hajj Abdelhalim Khafaji, Ahmed von Nymphar und Mohammed al-Abbasi. Da sind die Personen, die für ihn in seinem Umfeld die deutsche Sprache, die arabische Sprache so gut beherrschen. Und wenn er an einem Punkt gelangt ist und weiß nicht, wie er entscheidet, hat noch diese Beratung geholt, damit er das Beste daraus machen kann. Diese Mühe, dieser Perfektionismus von Ahmed von Nymphar ließ, dass ich gesagt habe, die Übersetzung ist gut, aber ich wage mich, dass ich urteilen kann über die Übersetzungen von ihm oder von anderen. Aber meine Gefühle bei Max Henning und mein Verstand, meine Liebe zu Ahmed von Nymphar, bis diese zwei Damen hintereinander in zwei Wochen Unterschied die Übersetzung von Ahmed von Nymphar gelobt haben, für sich selbst als deutsche Personen, hat gesagt, dann ist es das Bessere. In dieser Diskussion zwischen den beiden ist eine Diskussion, die ich genossen habe, wenn die zusammen saßen, diskutiert haben, aber ich darf mich nicht beteiligen, selbstverständlich. Diskussion zwischen Ahmed von Denver und? Und Murat Hoffmann. Okay. Ja. Sie haben sich besucht gegenseitig? Der Murat Hoffmann kam einmal oder zweimal im Jahr nach München und hat Ahmed von Denver besucht und sie saßen zusammen. Sie dann die Übersetzungsansätze besprochen, ausgetauscht? Auch. Wie waren die Debatten? Teilweise hitzig? Nein, die waren niemals hitzig zusammen. Okay. Jeder verstand den anderen und sein Standpunkt war dagegen, aber es blieb beim Respekt, bei dem Respekt und bei der Ruhe. Okay. Ja, die sind beide zwei ruhige Personen. Ja, beide zwei sehr ruhige, sehr deutsche Personen. Sehr ruhig, ja. Mitten im islamischen Zentrum. Der Gedankenaustausch zwischen beiden, wie war er? Welche Themen wurden angesprochen, außer dem Koran? Ging es um philosophische Fragen? Wir wissen, Murat Hoffmann hat die Philosophie sehr genossen und war ein großer Liebhaber der Philosophie. Ich glaube, die haben über die Zukunft Deutschlands mehr diskutiert miteinander und die Zukunft der islamischen Community in Deutschland gesprochen. Okay. Mehr als theologischen Fragen. Okay. Weil beide haben auch, Ahmed von Nymphar hat Geschichte studiert und das hilft ihm selbstverständlich, dass er über die Zukunft gut spricht. Und Murat Hoffmann hatte die Hebel in der Hand, einer von den großen Politikern in Deutschland und Persönlichkeiten der öffentlichen Lebens und konnten beides mal darüber sprechen zusammen. Wie wird mit der Politik, wie wird mit der Wirtschaft? Da waren ganz interessante Themen miteinander. MashaAllah, tabarakallah. Wir haben auch über Übersetzungen gesprochen. Ich kann mich so gut erinnern, als Murat Hoffmann sein Buch Der Islam im dritten Jahrhundert zusammengeschrieben hatte, dass er ein Exemplar zu Ahmed von Nymphar geschickt hat und wollte seine Empfehlung haben, was er dazu sagt. Er wollte das Buch im Islamzentrum München als Verlag haben. Er hat gesagt, druck das Buch und verteilt das Buch. Aber Ahmed hat ihm gesagt, damals, aus dem Buch werden höchstens 3000 Exemplare gedruckt im Islamzentrum München. Ich empfehle einen anderen Verlag, die noch eine größere Reichweite kommen wird und dann nicht nur innerhalb der islamischen Community, sondern in der Gesellschaft. Diese Empfehlung zum Diederich Verlag war von Ahmed von Nymphar. MashaAllah. Was für Murat Hoffmann Probleme gemacht hat später. Später, okay. Das heißt, das war auch eine Anerkennung. Ja, von Ahmed von Nymphar, dass er ihm sagte, dieses Buch ist so gut, dass es eine größere Reichweite erfordert. Wir bleiben bei diesen beiden Personen, sprechen gleich über die unterschiedlichen Visionen, die sie hatten und die Gemeinsamkeiten darin. Das inshallah in der nächsten Folge von Dardasha.
Mein Leben in der Dawa mit unserem geliebten Onkel Ammu Ahmed Al-Khalifa. Das war's von uns. Euch einen schönen Iftar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.